Moin, Leute, und herzlich willkommen bei einem weiteren Part von Let's Play Persian Inn. Meine, in der Altstadt. Da sind wir wieder. In einem netten weiteren. Wir werden jetzt weiter in die Perser spielen. Wir wollten ja noch im letzten Part ausprobieren, wie es dann mit der Belagerung von Persien aussieht und ob wir die Armenier. Das können wir nicht. Dennoch möchte ich sie gerne ausspionieren und gucken, wie viele Städte sie haben. Dann werden wir, glaube ich, 3 Städte auf einmal belagern. Dann sollten sie uns Vasall werden. Und das versuchen wir gerade hinzubekommen. Hier stehen keine Armee. Wir haben hier noch. Wollte sich zurückziehen und rekrutieren. Überlege fast, das abzublasen. Wir haben 6 Unsterbliche hier dran. Wir könnten noch 2 Schwerter auf dem Flak. A2-Treffer, die wir und Stützen können wir nur vorher woanders rekrutieren, wenn es Steinschütter sind. Noch die. Wie viele Plätze hätten wir da? So. So, Plätze, wir könnten nochmal persische Bogenschützen. Oder Kamele, um die Moral richtig bei uns zu machen. Dann rennen wir Richtung Norden. Ja. Ich glaube, ihr könnt gar nichts machen. Hier lässt auch Söldner auf. Wir wollen nämlich gerne mal wieder Geld haben. Und dann werden wir. Warte, ihr geht nach Esser. Kamele und du nach Hatra. Denn ich weiß immer noch nicht, noch ein Angriff bevorsteht von den Per. Ja. Wir haben hier immer noch das Problem mit Rom. Och man, warum denn Prätorien? Ich habe da so keinen Bock drauf. Naja. Wir gehen erstmal wieder Richtung Osten. Wir haben hier bei Nisa noch was. Das Gewicht. Das da. Wir gehen gegen das da nichts tun. Ja, wir rekrutieren hier schon dagegen, aber. Das da ist sehr gefährlich. Und ich würde gerne Mietschilder haben, sobald ich mit ihrer Kaff rein. Bald Baktra mit der. Ich kann überall ein paar östliche. Aber die haben zwar keine Chance. Kataphraktenbogen. Aber. Ja. Meine Unsterblichen auch nicht verzeichnen. Echt ein bisschen doof. Müssen wir uns noch was überlegen. Wir wollen Frieden. Mit einem verdammt hohen. So, jetzt mein. Oh, was? Das war die nicht fast in einer Runde. Ehrlich gesagt, er hat verdient. Ich will, dass du für mich kämpfst. Ich will kein Geld. Geld ist mir egal. 2 Runden in Ruhe und ich habe genug. Aber ich brauche deine Männer. Deine Soldaten. Ich brauche sie. Oh, das wäre mein erster richtig. Komm, du bist eine östliche Fraktion. Sogar östlicher als ich. Ich habe noch diese. Bei östlich. Hier verbündet zu sein, wäre mir eine Ehre. Wollte ich auch. Moment mal, ist das. Warum denn jetzt? Kann doch kein. Gut, aber ich habe das Gefühl, die Standschutz haben keine Chance. Ich würde gerne wissen, ob Sageten auch schon die haben. Ich denke. Da bräuchte ich echt Bogen. Der Werfer. Naja. Ja gut. Direkt eigentlich relativ starke Männer. Wenn nicht in der Infanterie, aber die Kamera. Deswegen soll Parzell nicht wieder auferstehen. Weil wir hätten ihnen eine Stadt geben können. Dann hätten wir sie zum Vasall gemacht. Treppenvölker. Das wäre eine Idee gewesen. Naja, jetzt ist zu spät. Jetzt behalten wir nichts. Das Vergift. Active Assembly. Hör auf. Kein Bock selbst. Stumpf. Komm, Alter, immer die Vergift. Das ist eine der schlimmsten Sachen im Spiel. Nichts gegen Agenten, aber warum müsst ihr anderes tun? Hätten die. Weiter und. Naja, wir sehen hier noch keine guten Truppen. Und ein bisschen Artillerie. Komisch. Sehr komisch. Die Roma hat
Ich würde sagen, Leute, wir rennen hier weiter die Küste ab und checken mal ab. Denn wir sehen anscheinend nur ein armes Rücken. Gerne mehr. Ausgebaut sogar mit. Wegen Eisen lohnt es sich. Wenn hier eigentlich noch ein Rekrutierungsgebäude rein. Weil mein Tuschpark klatscht, tut gar nichts rein. Das wurde nie angegriffen. Ja, Asomusata. Würden die Nahrung damit zwar. Bei die Nahrung würden wir. Gut, wir haben jetzt noch eine Armee da unten. Sollen wir noch dafür sorgen, dass die. Greifen wir die an. Haut ab. Obwohl wir nur Transportschiffe haben. Der echt das würde er mich einfach wegrammen. Provinz. Ich weiß nicht, ob wir hier noch auf die Elephants gehen sollen. Ich mag es nicht. Haben so. Aber werden wir wohl. Werden wir wohl. Nahrung soll man natürlich gucken, dass die auch. Die Pferde zu verbessern ist wichtig. Oh, den Agenten habe ich vergessen. Ich wollte. Ja, wie groß das ist. Ja, das habe ich leider ungültig. Na gut, wir müssen jetzt irgendwas gegen. Was mir? Oh, was? Nein. Nein, 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 nein. Das sind deren Armeen. Das ist ja noch die schlechteste. What the fuck? Noch eine Runde der Rekrutierung. Oh Mann, ich dachte. Okay. Tipp fürs nächste Mal gegen Steppennationen. Die große Armee muss in die große Stadt, damit sie eine Chance hat. Die Nachkommen des Xerxes werden nämlich jetzt vergewaltigt. Nein, nicht vergewaltigt, eher eliminiert. Ausgelöscht. Aus der Geschichte. Oh, das ist noch eine Großstadt. Ein Layout. Gut, da sind sie. Gut, es gibt zwei Möglichkeiten, wie sie reinkommen. Diese drei Leitern. Und das Tor. Wir müssen sie hier stoppen. Das ist unser einziger Punkt, sie aufzuhalten. Fällt das Tor, ist die Schlacht vorbei. Dieses Tor muss gehalten werden. Dieses Tor. Das ist jetzt der Punkt, an dem sich die ganze Schlacht drehen wird. Ich würde sagen, wir fangen auch die. Weil die stellen wir erstmal. Stellen wir sie hier noch hin. So, die Steinschleuder halten wir erstmal zurück. Wir werden nämlich mit Massenfeuer die Kammer. Weil. Reicht den Ver. Nee, ich will Schneidverlust haben, aber da reicht. Stellen wir da auf. Den Rest stellen wir so auf. Der Mob wird sich einfach nur so davor stellen. Wir werden später. Der Gen. Was kann er machen? Mal. Automatisches Schießen möchte ich gerne überall aus. Ich hab sich hier. Keiner feuert ohne Befehl. Das ist das Wichtige. Jeder einzelne Schuss ist wichtig. Jeder einzelne Schuss der Steinschütterer muss sein Ziel in das Herz, auf den Kopf eines Kameras nehmen. Beide sind für die Herzen bestimmt, die Steine für die Köpfe. Du Scheiße, das ist noch die schwache Armee. Kommt die Verstärkung? Oh, shit. Hätten wir die Verstärkung. Och, mein gepanzerte Kataphrakten. Fackische. Was ist die dritte Armee? Da kommen beide da hinten. Aber die könnten hier Feuer drauf werfen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Schild, der ballert mich weg. Das müssen wir aushalten. Alter.
Wenn die zum... Alter, wenn die hier zum Westtor gehen, ich sag einfach mal, das ist Westen, dann ist die Schlacht vorbei. Das ist die letzte Armee. Wir sind noch nicht beide da gespawnt. Stimmt, es dürfen eh noch 40 Einheiten auf dem Schlafplatz sein. Die dritte Armee spawnt halt wirklich erst. Na, trotzdem. Da sind immer noch mehr Katafrak. Da kommen sie alle. Wir rennen zu dem Tor. Gut, auf jeden Fall werden wir nicht mehr die Mauern besetzen. Runter da. Runter da. Ja, Hauptsache er tut irgendwas, aber Hauptsache er... Der Mob wird nämlich erstmal die Money abfangen. Was soll ich dagegen tun? Da kommen sie. Ihr werdet das Westtor halten. Meine netten Steinschütterer. Bogenschützen kümmern sich hier rum mit dem Gen. Die persischen Athleten kommen schon mal hier. Die müssen nämlich bei Bedarf zum Tor. Lauf, Perser, lauft. Da kommen sie. Also ich werde in deren Stelle auch Kampfesmut. Gut, die eine Hälfte läuft weiter, die andere Hälfte läuft zu diesem Turm und will jetzt Fackeln werfen. Das ist das Gute, dass er seine Belagerung nicht länger geplant hat. Generell ist es für Steppennationen ohne Artillerie fast unmöglich reinzukommen. Gibt uns einen gewaltigen Vorteil, aber sollten die Fackeln kommen. Dann, das heißt für mich, ich... Sobald er anfängt Fackeln zu werfen, wird geschossen. Erstmal abhauen. Echt nicht gut. Fokker fällt sich hier breit. Kriegt er an? Der Fackel? Was tut er? Er hat Fackeln geworfen. Gut, Leute. Das ist jetzt mein sicheres Todesurteil für die Steinschallerer, aber wir müssen zurückschießen. Wir haben keine andere Wahl. Das Tor... auch schon Schaden erlitten. Wir müssen erstmal warten, bis hier. Danach werden meine Speerkämpfer zum Tor sich womöglich den Bogenschützenfeuer. Ja. Das Wichtige ist eigentlich das Tor, weil hier ist auch die stärkere Armee. Das müssen die Steinschauer allein halten. Und sie feuern schon, perfekt. Müssen sie mit Massenfeuer niederschränken. Ich glaube, ich hätte diese davon anders aufstellen sollen, dass... Also bis die alle in Position sind, werde ich schon ein paar Verluste erleiden. Aber Leute, die wehren sich. Perser sind da, um ihr Reich zu verteidigen. Und mit dem Bogenschütz könnte ich die alle wegballern. Die haben auch keine Money. Die jungen Ängste wollen das Tor aus einnehmen. Für die Kavallerie. Was sagen wir darauf hin? Oh, lol. Lol, lol. Wie dumm war das denn? Die haben nicht eiskalt eine komplette Seife. Oh, zwei Männer von. Okay. Sollte gleich mal zurückgeballert werden. Ballern meine Stasche doch weg, obwohl die... ungeschützt. So, zack, weg mit denen. Gut, das reicht. Hier wurde genug gefeuert. Kommt mal hier rüber. Würde mich hier gleich angegriffen. Gut, ihr geht da rein. Warte, erstmal richtig formieren. Das Pathfinding keine Probleme macht. Gut, gut, gut. Ihr feuert zurück. Alter, die haben keine Chance, die Steinschotter. Wie viele feuern denn auf die? Hoho, ist das eine Feierlage. Macht sie weg. Und für jeden Top, den ich töte, komm. Lauft. Lauft, 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 lauft. Hier hin. Ach komm, doch nicht stehen bleiben. Was tut ihr denn? Creative Assembly. Jetzt rein da. Auf sie mitgebrüllt. Der Gen hat's befohlen. Los, lauft. Was ist denn los mit dem? Geh weg. Und jetzt versucht er hier reinzukommen. Hallo. Was ist denn los? Was ist denn los? Habt ihr gesehen, wie die komisch rumbacken? Problem ist halt, der Turm ballert da drauf. Oh shit, er macht's unabhängig. Darf nicht sein. Gibt einer den Rest. Hält sich hier auf. Aufstellen. Sieht's hier aus? Die Standschauer sind weg.
keine Chance, sich zu wehren. Das Gute ist, Alter, was heißt das Gute ist? Ja, es sind schon halt so viele Männer gestorben, dass die Kavallerie relativ wenig doch trifft. Und da ist der nächste Trupp. Oh nein, oh nein. Zurück. Raus, geht da weg! Die feuern euch ab! 20% Feuerschaden schon. Die Tore doch nicht auf. Na gut, das Tor ist gleich gefallen. Die Steinschleuder haben einfach keine Chance. Sie geben alles. Ich hätte einen Fullstack gebraut aus Steinschleuder und den östlichen Speerkämpfer. Dann hätte ich mit dem was reißen können. So eine komplette Front. Also so alles voll mit Steinschleuder. Das wäre mega. Oh, die haben den Trupp vollkommen weggebracht. Interessant. Auf. Bogenschützen bereits im Feuern. In der Seite bist du ja gerettet, nein. Gut, der Mob ist gleich weggeballert per Bogen. Gut, die Kavallerie ist bereit. Seine ersten Männer wagen es hier rauszukommen. Oh, er ist schon in mir drin. Gar nicht mal so nett. Reinchargen. Gut, Steinschleuderfront ist weg. Boah, die haben sogar relativ viele Kills dafür gemacht, dass sie zum Großteil auf Kataphrakt geschossen haben. Und da sterben sie. Ja, so schlecht war das nicht. Die ballern auf die Trupps, die noch nicht in loser Formation sind. War schlau. Da macht die KI schlaue Sachen. Gut. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um die Äxte. Wir müssen so viele Verluste machen, wie wir können, denn wir haben keine Armee. Hallo? Ey, was? Die Wegfindung in der Stadt ist echt für den Arsch. Gut, die sind gleich weg. Ich würde sagen, wir fallen gleich auf Kommando zurück. Hier geht der Loser von uns nach vorne. Wirft nicht mehr richtig auf das Tor. Und da kommen noch... zwei Armeen, das wäre ja schon der. Das wäre ja schon brutal gut gewesen. Selbst eine Armee, die eine Armee zu töten, wäre richtig gut. Aber drei. Unmöglich. Guck, wir feuern sie jetzt ab. Ich meine, es ist fast unmöglich, was zu verfehlen. Und wir werden zurückbeschossen. Renner leider Verluste. Wie kann er denn 10 Männer vor dir an einen jungen Äxten? Was tust du? Was tust du? So nicht durchziehen. Hör mal, wer hat das denn gesagt? Abhauen. Hey, 4 Männer habe ich verloren an dem Rausziehen. Das sind ja fast Attila-Verhältnisse hier. So, und jetzt möchte ich einen Charge haben. Umdrehen und reinchargen. Und nicht vorne nochmal vorher stehen bleiben. Wenn die zu meinem Bogenschützen vordringen, dann bringe ich euch um. So, jetzt einen schönen Charge. So, zack. Komplett den Trupp umhauen. Das möchte ich. Muss einzelne Kataphraktenbogenschützentrupps rausfokussen und wegballern, weil er sie hier nicht neu rekrutieren kann. Okay, hier macht er anscheinend nichts mehr Richtiges. Besser? Er fängt wieder. So, und jetzt sehen wir, aha! Aha! Wobei, wieder 5 Meter. Frechheit hier. Dummen jungen Echsen. What? Was tut ihr denn? What the fuck? Ey, seid ihr gestört? Wenn des Wahnsinns? Haben die denn auf die Idee, so dumm zu sein? Wenn ich mich jetzt nach vorne geselle, dann ballern alle. So, ihr ballert jetzt hier drauf. Ja, genau so. Auch wenn ein Trupp sich wieder komplett deformiert. Können wir mal frisch machen. Das ist einfach nicht machbar. Ich könnte, selbst wenn ich jetzt mit meinen Speerkämpfern rausrenne, den Nahkampf habe ich verloren. Für solche Belagerungen brauche ich persische Elite-Bogenschützen und ganz viele Unsterbliche. Weil die Unsterblichen auf die Mauer zu stellen, eine der geilsten Sachen ever wäre. Die halten nämlich den Beschuss der Bogenschützen von den Gegnern relativ gut aus. Ist zwar nur eine Lederrüstung, aber das kriegen sie hin. Gut, wir lassen machen jetzt fast forward, weil wir viel mehr machen können. Ihr werdet hier den letzten... Ja. Punkt ist... Widerstandes sein, darstellen. Und 3 Männer dafür habe ich jetzt nicht. Ich möchte auf jeden Fall ein paar Trupps weg haben.
Ja, schön. Meine Bogenschützen geben alles, was sie können, aber halt nicht genug. Gut, sobald das Tor fast kaputt ist, rennt ihr nach vorne. Sieht's mit dem Tor aus? Oh, gar nicht so gut. Das Gute ist, dass unser Tor halt weg. Und ihr macht jetzt automatisches Feuern. Ja, das ist ja gerade ein Teerlöffel, war sogar meine Schuld. Aber gerade eben war der Trupp noch... What the fuck? Oh, da ist der nächste Trupp. Ey, das, was ist das für ein Disrespect, seine Armee hier so aufzustellen? Ich meine, gut für mich. Ich muss nur noch diesen einen Trupp hier wegballern. Die Türme. Oh, das Dumme ist, ich habe noch keine Skorpiontürme. Ich brauche Skorpiontürme. Die wären so nice. Er könnte einfach die so ganze Armee nehmen. Runter von den Pferden. Durch die Leitern hoch und einfach von der Mauer aus runterballern. Und ich hätte keine Schnitte. Ich würde es mir zahlenmäßig und qualitätsmäßig total überlegen. Geht echt gar nicht. Gut, oh, hier sind aber eh nur fast nur gepanzerte harten Typen. Kommen wir hier. Und noch ein Kataphrakt. Ah. Ich frage mich, wie das ich für diesen persischen Obliten. Ach, persischen Obliten. Persischen Obliten Bogenschütze, alles klar. Ihr müsst euch vorstellen, stell mal vor, ihr seid er. Ihr habt noch nicht mal den Kampf gesehen. Ihr habt nicht mal gekämpft und sieht so aus, weil eure Kameraden wieder gestorben werden durch den Pfeilhagel. Ihr seid einer der letzten Männer, die sich Verteidigung stellen. Ihr wisst, dass da hinten tausende Kavalleristen hinter diesem Tor drauf warten. Hinter diesem Tor warten sie geduldig drauf. Wenn noch nicht mit hoher Intelligenz ab. Und dann sieht man dieses. Was in meinem Bogenschützen, was in meinen Obliten. Okay. Der Mut hat uns verlassen. Es gibt heute nur wenige, die sich. Wow, den Gegner bis zum Ende stellen werden. Der Mut hat die Männer verlassen. Gar nicht gut. Aber wenn ihr schießen könnt, tut es. Aber ich glaube, sobald ich schießen kann, ballert er auch auf mich. Wäre sehr problematisch. Hier ist Vindana. Der General dieser Armee. Er ist bereit, diese Männer in den Tod zu führen. Er weiß, dass keiner von ihnen da lebend rauskommen wird. Aber er tut es für sein Vaterland. Und für alles, für das Persien steht. Er sieht, das Tor ist am Brennen. Kaum eine Chance, da noch irgendwie rauszukommen. Aber jeder einzelne Mann dieser Reiter weiß, dass es den Untergang bedeuten wird, wenn sie diesen Männern entgegenreiten, die hier das Tor sind einfach zu viele. Oh, hier hat er aufgehört. Infanterie! Wenn man meinen Gen schießt, das ist keine gute Idee, dass man Gen schießt. Das heißt, der Gegner kann auch schießen. Na gut. Es gibt nur noch zwei Fronten. Einmal die Duresu, der die persischen Obliten in den Kampf füllen wird, hier. Was ist er? Da ist er. Er wird die persischen Obliten gegen die Kavallerie führen. Natürlich weiß er, dass er der gegnerischen Kavallerie total unterlegen ist. Selbst mit seinen speerbewaffneten Männern weiß er, dass er es nicht schaffen kann. Aber solange die Standarte noch steht, kann ein Widerstand noch bestehen. Und ja, hier sieht man selbst der Gen, der netten Kosmi ist hier. Die Kosmi sind nicht schlau. Sie wissen nur, wie man ihre Männer gut ausbildet. Ob das jetzt wiederum schlau ist, ist dann. Ja. Die Steppenmänner stellen sich auf. 40 Minuten muss diese Stadt noch gehalten. Dann habe ich gewonnen. Aber werden diese Männer es noch schaffen? 40 Minuten? Das ist die Frage. Sobald dieser Trupp nach vorne in den Kampf geht, kommen alle Kavalleristen nach vorne und werden ihn abbauen. Aber er tut ja nichts mehr. Ah, da hat er einfach einen Pfeil in seiner Brust. So. Da hat er einfach einen Pfeil in seiner Brust. Es juckt ihn nicht. Oh! Ich hab mich gerade voll erschrocken, ne? Einfach weggeknallt wurde. Der zweite Infanterietrupp. Okay. Die Kosmier holen langsam ihre Infanterie ran. Sie sehen, mit der Kavallerie wird es zu lange dauern, durchzubrechen. Sie können sich diese Verluste nicht leisten. Mein Fullstick steht noch bereit, um diese Stadt zurück. Das ist Fullstick, halt meine. Deck. Und sie denken sich, gut, jetzt muss wieder Infanterie rangeholt werden, um gegen die Gegner zu kämpfen. Sehen, ich glaube, das war sogar die. Ja. Wir wollen diese Männer jetzt benutzen, um hier durchzubrechen. Wenn man sieht, die Pferde. Wie viele Kataphrakte? Guckt euch dieses Pferd an. Warte, hier, dieses Pferd.
Ich dachte, ich wäre ein Kataphrakt. Ich würde länger leben. Nein. Tut mir so leid. Nee, wobei Kataphrakt ist eher die Bezeichnung für. Reiter, glaube ich. Okay. Wir haben gleich ein Problem. Hier ist gerade eh keiner an dem Tor, deswegen könnt ihr rüberkommen. So, er wird gleich. Wir haben ein wichtiges Problem, Leute. Er wird gleich versuchen. So, der Plan. Er wird jetzt hier hochgehen. Dann wird er rüberlaufen. Er wird vermutlich hoffentlich runtergehen und dann dieses Tor nehmen. Sobald das Tor eingenommen ist, werde ich überrannt. Weil dann kommen alle diese Kavallerie rein. Also, ist die letzte Chance, um die Gegner einmal. Nein. General. Halt diese Männer bei Laune. Vindana, komm her. Die Duresu kann seine Männer nicht mehr bei Kriegslaune halten. Du musst sie motivieren. Motivier sie. Sie dürfen nicht wanken. Nein, lieber, bitte nicht. Och, die haben sich gesammelt. Puh. Kommt, Leute, ohne eure Hilfe schaffen wir es nicht. Wir brauchen jeden Mann. Kommt mit der Kavallerie. Da geht er hoch. Oh, shit. Seine Männer sind kampfeslustig. Nein, er darf nicht auf direkte Wege zum Tor gehen. Da muss ich Männer da unten aufstellen. Und wenn ich Männer da unten aufstellen muss, wenn nur einmal ich daran. Darf nicht passieren. Kavallerie muss jetzt kurz weg. Ihr müsst alleine kurz standhalten. Keiner von euch wird abhauen. Bitte komm da runter. Bitte. Seine dumme KI. Nein. Warte. Da runter. Okay, die. Gut, auf in den Kampf. Wird befeuert? Von wem? Von denen? Warte, kann ich nur feuern? Oh ja, die können locker auf mich. Okay, zurück. Er haut ab. Ganz ruhig, meine persischen Obliden. Muss mich hier hinstellen, sonst hätte ich noch mehr abgeschossen. Ganz ruhig. Ja, kommt, motiviert euch, los! Für Persien! Okay. Gib mir eine ordentliche Breitseite. Gut, dass wir jetzt auch unsere Money haben. Jetzt wird gefeuert. Okay. Wie sieht das Tor hier aus? Er hat das aufgegeben. Dann noch Infanterie. Wie wäre das Wichtige ist die Infanterie? Ich kann jetzt zahlmäßig kämpfen. Okay. Ich darf nicht zu nahe kommen. Das ist echt dumm, dass ich nicht im Reiten schießen darf, aber die Kavallerie entfällt echt viel zu stark, wenn sie es könnte. Mein Gen pusht die Moral dieses Trupps einfach nur. Meine Armee wäre sonst. Und nach vorne. Desto länger ihr beutet, desto mehr werdet ihr zu Tode beschossen. Ich würde sagen, so viel Money verschwenden wir nicht mal an dem Trupp. Holt eure Lanzen raus. Macht den weg. Sofort jetzt. Weg. Wie könntet ihr helfen? Wenn ihr wieder am Kämpfen seid, dann könntet ihr ruhig wieder. Also würdet ihr echt mal wieder Moral bekommen. Könntet ihr echt mal wieder gebrauchen, so ein paar Kills. Ja, diese haben noch kein bisschen gekämpft. Das ist das Problem. Sonst hätten die irgendwie einen Erfahrungsrang aufsteigen können. Weil das würde die nötige Moral geben, die sie brauchen. So, wieder abfeuern. Nice. Richtig gut. Oh, da ist ein Pfeil im Baum. Das finde ich nice. Das sind Gegebenheiten. Gerne der Stadt. Oder, ja, was soll man sagen? Nicht halten, sondern eher nette Features. Okay, kommt. Bisschen Motivation reinbringen in den Trupp. Er weiß nicht, wem er sich gegenüber aufstellen soll. Das ist gut, dass er sich der Kavallerie gegenüber aufstellt. Jetzt haben die Persischen Obliden ein leichtes Spiel und müssen nicht mehr gegen einen Trupp kämpfen. Sie müssen ihn nur noch abschlachten. Und dafür die Moral bekommen. Kommt. Gut, wir lassen den Persischen Obliden die Kills. Dies machen wir aber erstmal aus, sonst feuern die noch mit den Nahkampf rein. Gut. Stellt euch hier auf. So leicht schräg, weil er auch schräg um die Ecke kommen wird.
Ja, das hat ihn erstmal ein bisschen motiviert, den Trupp. Die haben jetzt ihre ersten 12 Kills gemacht. Okay, das Tor. Scheiße. Es hat 20% richtigen Schaden schon. Wir hatten so viele Fackeln geworfen. Oh ja, hat wir hier wieder angefangen. Shit. Nicht gut. Ob es offiziell standhaft, aber der steht noch da oben. Jetzt Buggy. Warte. Geht der Trupp Richtung Tor einnehmen. Gut. Diese Männer werden sich da aufstellen. Sie wissen, dass sie Richtung Tod laufen, aber sie werden es tun. Ja gut, wenn der Trupp auf der Mauer ist und gleichzeitig hier unten, dann schnappe ich mir den Teil hier unten. Lauf weg. Gut, der Gen muss hier die Männer motivieren. Hier rüber. Lauft. Weil gehen geht auch. Ach man, Leute, ich dachte echt, ich könnte hier noch was bezwecken, aber was will man gegen so eine mir bezwecken? Ich habe gerade bei die Hälfte der Zeit abgewartet. Und ja gut, was soll ich tun? Wir haben viele Männer mit in den Tod gerissen heute. Wirklich viele Männer sind gestorben. Alter, wie er da patrouilliert? Warte mal, er hat gar keinen Typen, der mir Feuer drauf wirft. Die sind abgehauen. Dann sofort Rückzug. Nicht abschießen lassen. Sollst die Moral des Trupps halten, aber in die Richtung gucken, falls von da wieder junge Äxte kommen. Oh shit, oh shit, oh shit! Lauft! Keiner darf hier befeuert werden. Die sind drinnen! Sie sind drinnen! Sie haben es in die Stadt geschafft! Ich wollte mich schon fragen, warum die... Oh nein! Pathfinding! Ist es nicht da? Mach den... Kehrt um! Wie ist er reingekommen? Ach stimmt, der Torschaden ist maximal da. Aber das Öl! Komm, für Persien! Gut, er haut erstmal ab. Da kommen junge Äxte. Ich glaube, der möchte mir einen gewaltigen persischen Charge geben. Zeigen wir diesen Steppenmännern, was es heißt, Dienste Persien zu stehen. Indem wir keine Ahnung haben, wie Pathfinding funktioniert. Okay, die hinteren rein chargen sind. Woher kommt der Pfeilhagel? Oh, manchmal sind alle rübergekommen. Sie kommen alle. Alle wollen sie kommen, um durch das Tor durchzubrechen. Und nur ein Trupp persische Hopliten, hier, um sie zu stoppen. Wenn er sich richtig formieren würde. Aufstellen. Kämpft der Trupp da noch gegen die? Der offiziell da oben, das ist Katastrophe. Ich sehe ab. Er ballert meine Männer jetzt einfach weg. Er kommt nicht durch das Öl durch. Und meine armen persischen Obliden ihre Formation. Komm, schieß auf die. Das sind junge Äxte, die du abhalten kannst. Immer noch Verstärkung da hinten? Nee, das sind seine letzten Männer hier. Sie hauen ab! Nein! 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 Denk an das Öl! Ihr dummes Schabliten, das Öl! Ach man. Gut, ein letzter ihnen entgegenreitender Kavallerietrupp wird sich ihnen stellen. Die letzten Männer, sie kämpfen für die Ehre und auch für die Bugs. Ja, und sie stellen sich jetzt auf. Die jungen Äxte verfolgen sie, sie würden sie abmetzeln. Versucht das nicht? Stirbt immer, wenn das versucht. Ja gut, dann gehen wir da rein. Dann kümmern wir uns um die Männer in der Stadt, die sich hier reingewagt haben. Er traut sich nicht durchs Öl. Seine ganze Armee weigert sich, da durchzugehen. Na gut. Dann müssen wir nur das Tor aushalten. Okay, komm, 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 komm. Noch ein Trupp muss kämpfen. Dann kommt Öl. Dann kommt Öl. Nein! Der Gen ist tot. Ich sehe den Gen nicht mehr. Ich hab das verloren. Shit. Okay, heute war ein Tag.
2700 Pilz. Wir haben über die Hälfte der Steppenarmee vernichtet. Das war ein tapferer Kampf. Schade. 2-3 Runden mehr Zeit der Rekrutierung und wir hätten sie aufhalten können. Nur jetzt werden wir überrannt. Hätte die Stadt eingenommen. Das war wirklich ein edler. Das war wirklich ein edler. Langsam Zeit hier. Keine starten oder? Da noch eine. Ausbildung. What? Gott. Die Anzahl von Agenten kann ich wieder mal nichts machen. Das ist das gleiche wie bei den Seleukiden da. Einfach eine Ausbildung. Wetterarbeit. Gut. Was haben die eigentlich als Garnison hier? Steppen Adelslanzenreit. Aha. Da unten bräuchte, glaube ich, echt mal. Versuchen es auch. Hat nicht niedergerissen und hier ist keine weitere Armee. Die Armee ist alleine. Wir holen uns die Stadt zurück. Wir werden Baktra zurückerobern. Leute, wie wir Baktra zurückerobern und wie wir es den Kursmieren heimzahlen, das seht ihr im nächsten Part. Ich hoffe natürlich, der Part hat euch... Beim nächsten. Ciao, Leute.